Jetzt aber mal eine ganz andere Frage. Was ist denn bitte mit unseren lieben Nachbarn los? Schlimme Nachrichten von hinterm Deich. Holland wählt rechts. Das heißt Niederlande. Fresse, interessiert kein Matjes. Für mich ist das Holland, fertig. Ja. Rechtspopulist Geert Wilders und seine Partei vor der Freiheit, was immer das heißt, sind mit 37 Sitzen stärkste Fraktion im neuen niederländischen Parlament. Das ist jetzt wirklich der Super-GAU da, der da eingetreten ist. Vor allem, wenn man bedenkt, wie oft der Herr Wilders eigentlich schon weg vom Fenster war in den letzten Jahren. Am Wahlabend konnte er es selber kaum fassen. Geert Wilders, der seinen Jubel im Netz teilt. Ach, Gott verdomme! Die Idioten haben mich wirklich gewählt! Wie blöd kann man sein? Ja. So, eigentlich ist das gar nicht lustig. Die Niederlande wechseln offiziell auf die dunkle Seite der Gracht, meine Damen und Herren. Aber da es ja am Ende immer um uns geht, was können wir Deutschen daraus lernen? Es gab bei denen sehr viel Unzufriedenheit mit der bisherigen Regierung, unter anderem wegen Wohnungsnot. Bei uns zum Glück unvorstellbar. Und Geert Wilders gibt sich in seinen Reden plötzlich gemäßigt. Astreiner Trick. Hier aber noch mal der Originalsound. Ich frage Sie, wollen Sie in dieser Stadt, in diesem Land mehr oder weniger Marokkaner? Die Menge skandiert begeistert weniger. Das kann ich regeln. Da können wir das regeln. Ja. Ach ja, auf Holländisch klingt einfach alles putzig, oder? Sogar lupenreiner Rassismus. Übrigens, jenseits von neuerdings milder Wortwahl ist der Geert natürlich ganz der Alte geblieben. Niederlande den Niederländern, ruft er. Er will nach Syrien abschieben, den Koran verbieten. Das Übliche halt. Na klar. So, vor allem hat ihm aber geholfen, dass auch die regierende konservative VVD-Partei Migration zum Wahlkampfthema Nummer 1 erklärt hat. Das hat Wilders normalisiert. Genau wie die niederländischen Medien. Zum Beispiel Quiz-Shows, in denen der legendäre Marokkaner-Schreck ausgiebig süße Katzenbaby streicheln durfte. Natürlich nur, ist ja logisch, blonde weiße Kätzchen. Ja. Und Kindersendungen, in denen er mit den anderen Spitzenkandidaten, weiß ich nicht, Türmchen baut oder ein Abschiebegefängnis, ich habe keine Ahnung. Ohne Not, ohne Not. Warum gibt man dem Sendezeit im Kinder-TV? Ist ja so, als ob bei uns Höcke, Scholz und Merz bei 1, 2 oder 3 mitmachen. Ne? Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn Bernds Arm hochgeht. Ne? Ja, wobei, das ist natürlich die große Frage. Könnte ein Bernd Höcke sich überhaupt so verstellen? Sag mal, wenn der versucht, bei der Jugend zu punkten, wird's ja eher creepy. Ich bin hier gerade mit Herrn Höcke im Thüringer Landtag und die JA hier ist richtig geil. Ja, in Thüringen ist noch anderes ganz geil. Wir sind der Wilde Osten. Höcke klingt wie ein Swingerclub-Besitzer. Aber zurück zum Geert, meine Damen und Herren. Der Geert Wilders, der versucht jetzt, eine Regierung zu bilden, hat sich aber schon von zwei potenziellen Koalitionspartnern ein Körbchen geholt. Ja, man nimmt ihm das plötzlich softe Getue eben nicht ab und hat zum Glück sein Programm gelesen, in dem sogar ein Referendum zum EU-Austritt der Niederlande drinsteht. Tja, nicht umsonst feiert Putins Propagandafernsehen den Wilders-Erfolg. Geert Wilders, das Hors d'oeuvre des Grauens vor der Europawahl nächsten Juni. Dem Kontinent droht ein historischer Rechtsruck. Es ist leider so. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie es Ihnen geht. Irgendwie bin ich bei den Holländern besonders enttäuscht. Ich meine, die waren doch immer irgendwie cool, weltoffen, zugekifft. Ne? Und jetzt das. Und jetzt das. Oder haben wir einfach nicht genau genug hingeguckt. Damals bei den alten Frau Antje Spots. Meine Mühle ist ein Flüchtlingsheim. Mir bleibt nur noch diese alte Käse. Du, Mureike, was sagst du denn so zur niederländischen Asylpolitik? Muslime raus. Da hast du völlig recht. Deshalb schiebt die Gerd die alle ab. Und wir Holländer haben den ganzen Käse wieder nur für uns. Frau Antje frisst alles alleine. Wenn's schmeckt. Ja. Geert Wilders
So. Geert Wilders triumphiert in den Niederlanden, genau wie Javier Milei in Argentinien. Und es zeichnet sich da leider ein globales Muster ab. Beide sind Exzentriker und, ja, frisurtechnisch, sagen wir mal, herausgefordert. Ne? Da kann sich die Demokratie aber sehr bald waschen, föhnen und gehackt legen, fürchtet irgendwer mit Medien. Irgendwer mit Medien, mit Friedrich Küppersbusch. In Deutschland geht es uns ja noch Gold, dank des Grundgesetzes, Artikel 5, Absatz 1, Sie kennen das, eine Frisur findet nicht statt. Ich persönlich stehe Haaren aus biografischen Gründen so ein bisschen abwartend gegenüber und ich sehe mich jetzt bestätigt. Immer mehr Politclowns und Populisten schicken sich an, nach ihrer Fasson selig zu werden. Gemeinsam führen sie alle einen Kampf gegen die da oben. Und mit die da oben meinen sie leider nicht ihre Frisuren. Das Architekturfestival auf dem Kopf von Donald Trump beansprucht inzwischen einen eigenen Sitz im Weltsicherheitsrat. Boris Johnson pflegt seine Designermütze persönlich. Something to do with my hair, but I can tell you, I do brush it. I have a brush in my office. Ja, das sagen ja leider immer noch viel zu viele zu Hause. Schatz, ich bürste lieber im Büro. Die Niederlande haben bekanntlich ihr Staatsgebiet durch Aufpolderung erheblich vergrößert. Und durch die Frisur von Geert Wilders. New Kid on the Rasiersitz, Argentiniens künftiger Staatspräsident Javier Milei. Auf seiner Murmel wohnt seit Jahren ein ausgestopfter Pudel, der an die frühen 70er erinnert. Ist das eine Warnung? Hat der liebe Gott die fiesen Friesen praktisch so als Tumormarker auf die verdächtigen Ommen genagelt? Nein. Politische Analysten vermuten hinter der Struppi-Fraktion einen antiautoritären Gestus so gegen das Establishment. Ich gehe nicht zum Friseur. Und das ist geklaut. Gammler, Hippies, das war mal typisch links. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und ja, nicht hier war einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Ja, der ist heute übrigens Innenarchitekt von Claudia Roth. 50 Jahre später Argentiniens Wahlsieger Milei. So sehen Sieger aus. Mileis Karriere begann als Nervensäge in Talkshows. Die Säge wurde zu seinem Wahrzeichen. Und hier zeigt der Gruselclown, welche blödsinnigen Ministerien er abschaffen wird. Auch Donald Trump hatte erst eine steile Fernsehkarriere. Boris Johnson moderierte in England sogar eine Comedy-Show. Und richtig, liebe Verschwörungsfreunde, ja, den Schlenker zum gelernten Fernsehkomiker Volodymyr Zelensky hat das ZDF natürlich rausgeschnitten. Schade. Also, jetzt haben wir den Kopfsalat. Diese Typen haben gelernt, bei uns in den Medien, wie sie uns, den Medien, den Ball durch den Hosenträger spielen. Und wir, quotengeil und gewissenlos, halten immer gerne voll drauf und blasen den Schlamm in die Welt. Und deswegen appelliere ich heute im Namen der Demokratie, wählt langweilige Politiker mit Glatze. Männer, Frauen, egal. Und wenn euer Kandidat noch nicht langweilig genug ist, drückt ihm 5 € in die Hand und schickt ihn damit nach Hamburg zu Bechert Algan, dem Leibfriseur von Olaf Scholz. Seit 39 Jahren betreibt Bechert hier seinen Friseursalon. Einen Olaf-Scholz-Haarschnitt für 4,99 €. Dieses Angebot gibt es wohl nur in Hamburg-Altona. Für nur 4,99 € jetzt hingehen, bevor Karlsruhe auch noch seine Frisur verbietet. Make Haarschnitt great again. Irgendwer mit Medien, mit Friedrich Küppersbusch. So, und? Stehe ich richtig? Super. Also, dann los. Liebe Fans der feinsten Unterhaltung, klickt hierhin, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Das war's. Hm? Super Take. Wir haben's. Oh, ich sehe auch echt schnieke aus heute. Hm?